Anfang Januar der Schnee zu schmelzen begann, da haben vor allem die Autofahrer aufgeatmet. Endlich wieder sicher unterwegs, dachten sich viele. Doch schnell zeigte sich, dass der Frost deutliche Spuren hinterlassen hat. So ramponiert wie heute waren Südbadens Straßen selten. Schlaglöcher so groß wie Gullideckel. Nicht nur die Autofahrer auf der Freiburger Stefan-Meyer-Straße haben damit momentan zu kämpfen. Katastrophe. Also gerade mir jetzt mit dem Taxibetrieb und so, das ist furchtbar. Also man muss wirklich aufpassen, dass man nicht mit der Reife irgendwo reinfährt, sonst ist gleich die Axt. Und dass der Hund nicht kotzt. Es ist ziemlich hart. Es ist auch auf der Autobahn ziemlich hart und ziemlich dicke Löcher. Es ist eigentlich fast unerträglich. Ich habe gesehen, alle Straßen über die Stadt sind kaputt. Da müsste die Stadt mal dringend was machen. Und die Stadt macht etwas. Sie haben den Kampf mit den Schlaglöchern aufgenommen. Die Mitarbeiter des Garten- und Tiefbauamtes Freiburg füllen ein Loch nach dem anderen mit Kaltasphalt. Das ist so etwas wie Erste Hilfe für die leitgeprüfte Straße. Nicht mehr und nicht weniger. Frank Ückermann ist der Leiter des Garten- und Tiefbauamtes. Er koordiniert die Verarztung der Freiburger Straßen. Wir haben jetzt schon sehr starke Schäden, auch stärker als die Jahre zuvor. Haben derzeit alles im Einsatz, was wir haben. 25 Leute, die jeden Tag draußen sind, um Löcher zu stopfen, nicht zu sanieren, sondern zu reparieren. Und wir werden bis März eine relativ hohe Kolonnenstärke aufrechterhalten, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Wir haben 600.000 Euro Materialkosten, die einfach unsere Leute als Material einbauen. Das ist aber nur die Löcherflickerei. Das heißt, wenn wir Geld kriegen würden, würden wir mindestens 2 Millionen benötigen dieses Jahr zum Sanieren. Und wenn der Topf offen wäre nach oben, dann könnten wir 5 Millionen verbauen pro Jahr. 5 Millionen verbauen, das dürfte wohl nur ein frommer Wunsch bleiben. Denn der Stadt Freiburg fehlen 2011 gut 30 Millionen Euro. Ein Haushaltsloch tiefer als jeder Straßenkrater. Ein Problem, das auch Alfred Haas vom ADAC Südbaden bekannt ist. Es ist leider so, dass von etwa 8 Milliarden Euro, die bundesweit für Straßensanierung gebraucht würden, nur 5 Milliarden aufgewendet werden. Und damit bleibt eben auch eine Lücke in den Straßen in Höhe von 3 Milliarden Euro Jahr für Jahr. Kein Geld, um die Straßen wirklich zu sanieren. Stattdessen werden immer wieder Löcher gefüllt und Teilstücke ausgetauscht. Ein Flickschusterwerk, bei dem die Schlaglöcher im nächsten Winter vorprogrammiert sind. Denn in geflickte Straßen kann leicht Wasser eindringen, das dann gefriert und den Asphalt erneut zum Platzen bringt. Wenn eine Straße so beschädigt ist, macht es natürlich Sinn, sie komplett auszubauen, neu einzubauen. Wenn allerdings die Mittel dafür nicht zur Verfügung steht, dann muss man einen Kompromiss treffen. Entweder man stellt nur die Verkehrssicherheit wieder her, nimmt vielleicht die Geschwindigkeit runter, dann ist es eine Holperstrecke, aber zumindest verkehrssicher. Oder man nimmt die zur Verfügung stehenden Mittel und saniert einen Teilabschnitt. Wenn das, was man sich gerne vorstellt oder was technisch sinnvoll wäre, nicht finanzierbar ist, dann muss man einen Mittelweg finden. Sie sagen jetzt Mittelweg, aber das wird ja dann Jahr zu Jahr immer schwieriger. Das ist richtig. In dem Konflikt stehen ja auch alle Kommunen und inzwischen auch die Länder, weil die Mittel, die zur Verfügung stehen müssten, einfach nicht da sind. Leere Kassen führen zu kaputten Straßen. Immerhin erholt sich die Wirtschaft. 2012 könnte es also wieder mehr Steuereinnahmen geben und somit auch mehr Geld für den Straßenbau. Bis dahin heißt es Löcher füllen und hoffen, dass der Frost nicht zurückkehrt.